Hoi Alexa, hoi Katharina. Schön, dass wir uns wieder treffen zum nächsten Impulstag. Thema Teilfarben. Farben haben ja ihre eigene Frequenz, hast du mal gesagt. Die Frequenzen nehme ich an, oder ist es Frequenz oder ist es die Intensität? Oder was ist es, was Farben zu Heilfarben macht? Und welche ist es wie bei den Pflanzen? Die einen Pflanzen sind Heilpflanzen und die anderen nicht. Wie ist es bei den Farben denn? Danke dir vielmals, ich freue mich auch auf den Impulstag und das wird mega spannend sein. Heilfarben bezeichnet man, das sind die sechs Grundfarben, die auch Chakra ausmacht, Okay. wo extrem unterstützend ist und jedes Organ hat eine Farbe. Jede Farbe hilft auch wieder, dass es einem nachher besser geht. Was bedeutet denn Farbe für dich ganz persönlich? Für mich ist das natürlich Lebensgefühl pur. Also Farbe hat ja schlussendlich jeder in sich inne. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen, wir haben Regenbogenfarben in uns rein. Dir so erklären, wenn du den Regenbogen in dir hinein trägst, das ist ein komplettes Farbspiel. Und wenn man die miteinander verbindet, ergibt es Weiss. Das ist ja auch in einem Physiklabor, kannst du das nachprüfen. Oder zum Beispiel mit einem Kinderwindrad. Wenn das so eine Regenbogenfarbe hat und dort der Wind reinbläst und das ganz schnell trüllt, dann siehst du nur noch Weiss. Ja, das stimmt. Und wenn das in dir hinein nicht mehr rund läuft, wenn der Regenbogen nicht komplett ist, wenn der irgendwie einfach eine Pigmentstörung hat oder einen Unterbruch, dann kriegst du deinen Körper außer Balance. Und das ist extrem wichtig. Und wenn du das jetzt zum Beispiel, wenn der Regenbogen gestört ist in deinem Ganzen hinein und jetzt von außen jemand kommt, zum Beispiel, der mit Rot extrem rot ist oder du emotional down bist oder überschwänglich ist auch zum Beispiel etwas, oder wenn du extrem etwas Schweres gegessen hast, dann geht das Ganze ins Ungleichgewicht. Und dann ist es extrem wichtig, dass man die Balance wieder rund kriegt, dass man die eigentlich wieder füllt. Und dann kannst du mit verschiedenen Farben an dir arbeiten. Und das hilft dir dann auch extrem. Es gibt sogar auch Studien. In Indien haben sie so vor 1000 Jahren geforscht, dass Heilfarben Farben einfach heilen können, unterstützen, beitragen können, dir einfach können helfen. Von dort kommen doch auch die Farbpartys Genau, ursprünglich, gell? ja. Indien ist natürlich ein mega buntes Land. Wenn man nur schon in die Küche hineinschaut, was die für Essen, farbig, alles drum und dran können, das ist natürlich mega, mega spannend. Das heisst, ich kann also auch die Heilfarbe in der Küche ganz bewusst mit ihnen. Das ist extrem wichtig, ja. Das ist auch ein Energieträger. Helfen zur Unterstützung. Und ich komme jetzt später noch mehr darauf zurück, was man noch kann, unterstützend mitmachen. Und durch Super. das ist es wirklich sehr einfach zu helfen, die passende Farbe herauszufinden, gerade wenn man irgendwo ein Problem hat, ein Hindernis. Ich kann dir auch ein Beispiel machen bei der Halswirbelsäule. Da kannst du im Nackenbereich, kannst du mal da hinten anlangen, und das ist gerade am Haaransatz. Das ist etwa so der siebte Halswirbel. Wenn du drauf drückst, tut er auch ein bisschen weh. Also du merkst schon, es zwickt dich ein bisschen. Genau. Und dort kannst du mit Grün bestrahlen, was nachher auch noch extrem gut ist, wenn du gerade so beleidigte Zunge hast. Das gibt es ja manchmal auch, wenn man so ein bisschen bräunliche Zunge hat oder so, dass die dann nachher wieder rosa wird, wenn du das bestrahlst. Ah, Und es spannend. gibt einen Impuls an den Körper und dann so deine ganze Energie in dir rein anfängt zu arbeiten und durch das fängt es an zu heilen. Ah, spannend. Okay. Ja, das ist mega spannend. Ich würde gerne mal ein bisschen bei den Heilfarben noch bleiben und vielleicht kannst du mir mehr sagen über die direkte Bestrahlung mit diesen Heilfarben. Ich würde gerne von dir zum Beispiel wissen, was gut kann sein. Was mich wundernimmt, ist zum Beispiel die Bedeutung von diesen Farben. Also für was ist denn welche Farbe auch gut? Also so blau ist für das gut, gelb ist für das gut, orange für das. Dass ich mal so auch einen Einblick und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Einblick haben und das vielleicht auch direkt mal könnt die Hei könnt umsetzen oder sich vielleicht sogar achten, mit welchen Farben laufen sie rum und ja, einfach mit denen so ein bisschen ausprobieren und arbeiten. So wie du jetzt vorher gesagt hast, für was das Grün gut ist, würde es mich jetzt wundern, ob du mir mal kannst sagen, in welches Anwendegebiet welche Farbe welche Heilkraft so hat.
Ja, sehr gerne. Ich habe mal ein Beispiel mit dem Blau. Das ist natürlich ganz interessant und das kannst du wirklich, wenn du bügelst, tust du dich gerne verbrennen. Oder beim Grillieren kann man sein, dass du dich vielleicht leicht verbrennst. Oder ist das sicher auch schon mal passiert, wenn du im Backofen irgendetwas reingeschoben hast, dass du aus Versehen als Metall gekommen bist. Und dann kannst du wirklich direkt mit Blau die Verbrennung bestrahlen. Und das ist spannend, das hätte ich gestern brauchen können, als ich Trennscheiben mit der Trennscheibe gearbeitet habe. Und natürlich das Metall angelangt habe, das ich getrennt habe. Blau bei Schwelligen kannst du es natürlich auch sehr gut brauchen. Mhm. Also du redest von Verbrennungen, von Schwelligen. Es ist ja so, dass Farbtherapie zur Alternativmedizin auch gehört, wo selbstverständlich Heilversprechen auch nicht dürfen gemacht werden. Genau, das ist ja so. Ich weiss von anderen Bereichen, dass zum Beispiel auch Zellveränderungen, die in der Medizin als Tumor bezeichnet sind, leichte Zellveränderungen, eben auch schon aussehen, wie Schwellungen und Veränderungen machen, hilft denn das auch, solche Sachen, die Heilung von dem zu unterstützen? Weil unterstützend darf es ja immer wirken. Das ist ja so. Okay. Also kann auch konkret jemand, der jetzt eine Zellveränderung hat, und auch vielleicht irgendwo in Therapie ist oder so, das zusätzlich noch risikolos unterstützen, indem dass er jetzt zum Beispiel Blau nimmt. Genau, das kann er sehr gut anwenden. Könnte ich jetzt auch Wasser nehmen und Lebensmittelfarbe drin tun, Blau, und das trinken? Ja, weil Wasser ist ein Informationsträger. Mhm. Und wenn du Blau reintust, du kannst auch einen blauen Untersetzer zum Beispiel machen und kannst das Glas oder Flaschen, Wasserflaschen draufstellen. Was einfach wichtig ist, dass es stilles Wasser ist. Ja. Es sollte keine Kohlensäure drin haben. Weil das macht dann wieder sauer, der Körper. Ja, dass es wirklich auf Basis ist. Und dann kannst du das so trinken. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Mhm. Und gerade wegen, was ich vorhin gesagt habe, wegen dem Essen. Desto bünter der Teller ist, desto wichtiger ist es. Was, jetzt komme ich auch noch ein ganz tolles Beispiel, ist zum Beispiel Blau, gerade bei Frauen, natürlich auch bei Männern. Aber gerade dann, wenn du abnehmen willst, tut es den Appetit verringern. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen blauen Teller würdest nehmen, dann hast du viel weniger Hunger. Oder eine blaue Serviette, damit man jetzt nicht das ganze Geschirr muss auswechseln. Ja, oder? Genau. Okay. Das finde ich jetzt aber auch noch spannend. Das ist meistens Frauen, bei den Frauen ein Thema. Das ist natürlich extrem, kann man das extrem gut einbinden. Und was auch wichtig ist, gerade die Gegenfarbe ist ja orange. Also das ja nicht nehmen, weil das tut dann den Appetit anregen, wenn du orange nimmst. Mm-hmm. Das ist auch extrem wichtig. Das Gegenteil, das du eigentlich willst. Sind Trump-Bombschips-Packungen echt orange? Das kann gut möglich sein. Du den Alltag gehst. Also ich merke jetzt, dass es extrem ist, dass ich jetzt die Farbausbildung gemacht habe. Beobachten, was nehme ich, wie esse ich, wie ist Verpackung. Und hinterfrage mich dann auch in gewissen Sachen. Und das ist extrem spannend. So, aha, das hat sicher mit dem und dem zu tun, wegen dem. Und das ist auch noch ganz spannend. Eben die Farbe, was das ausmacht. Ja. Wenn ich die plötzlich rausnehme oder dem eine andere Farbe gebe, gibt es plötzlich eine andere Bedeutung. Ja, das ist ja so. Und orange bedeutet ja auch, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, und die Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, eben gerade wenn du zur Melancholie oder zum Beispiel zu Depressionen neigst, ist extrem wichtig, dass du orange zu dir nimmst. Mhm. Orange soll dich unterstützen, macht dir Mut, dass es dir einfach viel einfacher geht. Und gerade es gibt dann auch solche, die sich dann extrem zurückziehen, jetzt auch in dieser Jahreszeit, die sich in sich reinkehren und orange belebt. Was dort auch eben darunter kannst du reinnehmen, was ich vorhin gesagt habe, am Essen schauen, du kannst Rüebli nehmen. Kürbis. Ja. Kaki. Mhm. Papaya. Orangen-Mandarindli. Das ist extrem wichtig. Orangentee zum Beispiel. Oder wie ich vorhin gesagt habe, dann stellst du halt das Wasserglas, den Wasserkrug auf einen orangen Untergrund. Mhm. Und dann nimmst du die Information zu dir. Mhm. Und du wirst merken, wie es dir viel, viel einfacher fällt. Du wieder viel mehr Elan hast, Energie. Mhm. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich könnte ja auch zum Beispiel um die Wasserflasche, ich suche immer so ganz einfache Sachen, dass ich nicht muss ein Farbding und das Wasser und es muss immer aufeinander sein und so. Ich könnte ja auch einfach eine farbige Serviette, ein farbiges Tüchlein nehmen, so orangiges, und das um den Flaschenhals binden. Das ist natürlich so in dieser Art. Ja. Was einfach wichtig ist, dass
Du musst einfach schauen, dass du eine Serviette unten ran machst. Wenn du dort kein Wasser mehr drin hast, überträgt es natürlich dann nicht. Okay. Und das war eben auch noch wichtig, interessant, weil ich dann das auch überlegt habe, aus was für einem Glas trinke ich jetzt gerade mein Getränk? Mhm. Also ist es blau, ist sie rot, die Flasche? Mhm. Ist das Glas rot? Mhm. Das ist auch noch ganz spannend zu beobachten. Also zum Beispiel eine orange Flasche kaufen. Es gibt ja so schöne Glasflaschen und dort sein Wasser rein tun. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das wäre jetzt meine praktische Variante. Ja. Und sonst, wenn du keine hast, malst du sie einfach die Orange an. Wenn ich dir jetzt hätte, zum Beispiel ein Beispiel nennen, es hat eine Mutter gehabt, die hat ein dramatisches Erlebnis gehabt, hat die Stimme verloren. Mhm. Und dann habe ich ihr dann eben auch gesagt, stell das Wasser auf orangen Untergrund und nach einem Tag hat sie die Stimme wieder gehabt, ist die Heiserkeit weg gewesen. Das ist ein bisschen Magie. Ja. Es ist einfach mega, ich finde es einfach mega, wirklich ausprobieren. Mhm. Was macht das überhaupt mit dir? Und ich finde das extrem, extrem spannend. Ja. Und genau, und das, eben, das geht dann genau so direkt. Und eben, das kannst du daheim machen, aber wenn du natürlich zu mir in die Praxis reinkommst oder bei mir eine Online-Beratung machst, dann tun wir das so direkt mit der Farblampe bestrahlen. Körper, Akupunktur, und dann verschmilzt sich das ja und dann tun wir die Information gerade auf dem Körper so auftragen. Ja, wir sind ja auch aus Wasser. Genau, und das transportiert er natürlich so auch durchs Ganze, durch den ganzen Körper. Zum Beispiel, wozu ist grün eine Heilkraft beim Bestrahlen? Was natürlich dort auch extrem ist, ist gerade bei den Behandlungen ist es extrem hilfreich und in der Küche. Mhm. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so wichtig, Essen, grün, bunt. Desto bunter der Teller ist, desto mehr Informationen trägst du deinem Körper bei. Durch das füllst du deine Regenbogenfarbe in dir auf. Mhm. Also könnte ich sagen, summa summarum geht es darum, dass ich mir bewusst werde und mich kann darauf achten oder schulen, wie mein Regenbogenzustand ist. Ja. Und ich muss nicht immer im Aussen ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und von dem nehmen und immer im Aussen achten, ui, was habe ich jetzt noch nicht genommen, sondern in mich hineinhören und vielleicht sogar in einer Meditation oder bei dir in einem Meeting herausfinden, welche Farbe dass ich jetzt in mir mehr habe. Genau. Also mehr, was will ich in mir haben oder von was habe ich weniger und nicht nur im Aussen suchen. Ich tue es dann aus dem Aussen oder in einer Meditation zu mir zuführen. Genau. Ja. Zum Beispiel jetzt gerade eben grün, ist die Heilfarbe schlechthin. Wenn man zum Beispiel eben x Farben hat, weil man sich jetzt irgendwie gerade zu bunt fühlt, oder ein Maler zum Beispiel, der mit viel Farbe zu tun hat. Ein Overload gibt es das auch, dass man zu viel hat? Ja, wenn man für verschiedene Einflüsse in sich hineinzieht. Es gibt ja viele Menschen, haben ja die spüren das gar nicht, wie so ein, musst du vor wie einen nassen Schwamm, wo du das Wasser reintunkst und dann macht, zieht alles auf. Mm-hmm, ja. Und es gibt viele Menschen, die das haben und dann das viele Sachen am Abkaufen, zeigt man so, mit eben Gefühle, Emotionen, unsichtbar. Irgendwie merkt man fühlt sich dann so unwohl, überfordert mit gewissen Sachen und viele Sachen sind dann gar nicht dein, bis du einfach von außen aufnimmst. Und da ist natürlich Grün extrem wichtig, das neutralisiert. Darum viel in den Wald zu laufen oder sonst irgendwie Gewächshaus. Ja. Und was einfach wichtig ist, dass du nicht jetzt sagst, oh super, Grün hat sie gesagt, neutralisiert, ich streiche jetzt meine Stubengrün. Ja, nicht. Das ist zu viel. Mhm. Zu viel des Guten. Also dann machst du lieber grüne Accessoire als eine ganze grüne Wand. Mhm. Weil das überfordert dann den Körper. Wenn du mal merkst, oh, boah, es ist jetzt so. Und dann kannst du so richtig noch schön runterfahren. Und eben Grün hat auch etwas mit der Galle zu tun. Wenn du jetzt bei mir in der Praxis bist, wo ich die Galle hinein bestrahle, weil das hat einen Zusammenhang miteinander. Galle überläuft, sagt man, gibt es doch auch so. Da kommt man Galle hoch. Ja, genau. Das ist eine gute so Teselsbrücke, die kannst du machen. Und du merkst, boah, es ist einfach alles zu viel. Hey, ich brauche Grün, weil die Galle überläuft. Und eben, da kannst du auch mit dem Wasserglas natürlich spielen. Oder mit dem Essen isst du verschiedene Spinat, Bohnen, Erbsli, Salat, Gurken, all das Grüne, das du dann wirklich so kannst extrem reinnehmen kannst. Und eben, wenn man dann wirklich zu viel
um sich herum hat, grün, kann man dann eben eventuell starrköpfig werden. Ah, sicher? Ja. Dass man dann gar nichts mehr aufnimmt. Ja, und dann auch gereizt ist. Oder so in irgendwie die Richtung einfach. Und eben gerade bei der Akupunktur, dass man dann wirklich die Leber und die Gallen bestrahlt mit Grün. Ich bin immer ein bisschen eine, die es gerne praktisch hat. Also es muss irgendwie in meinen Alltag einfließen können. Es muss irgendwie einfach sein, weil wenn ich dort noch irgendein Köfferli brauche und dort noch ein Säckchen und da noch irgendwie etwas anderes, verschiedene Halsketten oder so, dann muss ich ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen pragmatisch. Das, wenn ich mit Kleidern, mit Essen mache, ist das zum Beispiel super. Gibt es irgendetwas, wo ich sagen kann, hey, das wäre jetzt echt auch noch etwas, wo einfach ist, wo so ein bisschen alles abdeckt, wo irgendwie, ich kann ja nicht einen Regenbogen mitnehmen. Wohl, du kannst sie mitnehmen und sie hat, der Regenbogen hat Platz in deiner Handtasche. Die ist etwa 10 cm. Ein 10 cm Regenbogen? Ja, genau. Und das ist eine Farbtaschenlampe, die 10 verschiedene Farben hat. Okay. Und wo du dann kannst wirklich immer bei dir tragen und irgendwie, wenn du spürst, kannst du wirklich verschiedene so Punkte abpunktieren und mit dieser Farbe bestrahlen. Und ich dir dann in den Farben-Meetings zeige, die dann dich unterstützen in dieser. Ah, da mag ich mich erinnern, da hast du ja mal gesagt, dass du dort noch so eine Farblampe noch einen Beschreib dazu hast, wie man die verwendet. Und das ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so ein Angebot, ein Paket, das du anbietest. Genau, das ist so. Also wenn du bei mir ein Farbmeeting buchst, dann ist das im ersten inbegriffen, weil für mich ist es einfach wichtig, dass du die Heime dann auch weiter kannst daran arbeiten. Weil je nachdem, wie gross das Hindernis für dich ist, akut, braucht es einfach alle Stunde so eine Bestrahlung. Alle 2 Stunden. Und du kannst ja nicht alle 2 Stunden oder alle Stunden zu mir kommen. Also sehr gerne. Du kannst gerne bleiben, oder? Ja, genau. Aber dann kannst du wirklich intensiv an diesen Punkten arbeiten und die stimulieren. Und ja, helfen dir natürlich auch. Okay. Und ich arbeite tagtäglich mit dieser Lampe. Nur schon mein Sohn, jeden Morgen habe ich ein Ritual mit ihm. Und er findet das mega lässig. Und ich höre auch auf ihn. Und dann haben wir auch schon mit dem Regenbogen bestrahlt, wo dann wirklich alle Farben gleichzeitig leuchten. Dann kannst du den Regenbogen fühlen. Und das findet er natürlich mega lässig. Und die Kinder wieso? Das ist eine ganz schöne Vorstellung. Also mir gefällt sie sehr, deinen Regenbogen fühlen, so wie du das jetzt gesagt hast. Das tönt irgendwie genährt, das tönt gesättigt, erfüllt. Eben, ich arbeite eben täglich mit dir und du kannst eben die Wirbelsäule, die wir vorne gesagt haben, im Hals hinein, im C7, das ist der 7. Halswirbel, kannst du eben dort, wie im vorherigen Beispiel, eben gut bestrahlen und dann eben nachher auf Galle, die reagiert dann im Wechselspiel. Das ist jetzt auch eine höhere Bewusstseinsstufe, grün, eben in Hypnose anregen. Und du kannst dann einfach eben wirklich den Ausgleich schaffen und bewirken. Zum Beispiel, wenn jetzt du Aufputschmittel extrem viel genommen hast, dann kannst du auch mit Grün bestrahlen. Das neutralisiert und holt dich dann so das oben. Probiere ich mal aus, trinke einen Kaffee und du nachher Grün bestrahlen. Ja, oder ein Red Bull. Mal schauen, was dann irgendwie passiert. Ganz spannend ist, das ist zum Beispiel, dass dann da vorne das dritte Auge, der eine sagt das etwas, aber dass man das einfach beschreibt. Gerade da, der Stirn oben. Genau, oben an der Nase in der Mitte, oben an ein bisschen, etwa einen Finger breit von den Augenbrauen oben. Und dann kannst du dort reindrücken. Also, wenn du wieder drauf drückst, du spürst es wieder. Es gibt so ein Zwicken, der Punkt. Du tust ein bisschen mehr als die anderen Punkte. Du spürst ihn einfach. Und dann kannst du dort mit Grün bestrahlen. Und dann bist du wieder ready für die nächste Herausforderung. Du hast jetzt vom Grün erzählt. Ich habe da gerade noch eine Frage über ein, zwei Farben, die ich gerne mit dir anschauen möchte. Zum Beispiel, das ist mir vorher schon in den Sinn gekommen, wenn ich jetzt ein Gel habe, angenommen, da gibt es ja so verschiedene Gel. Es gibt zum Beispiel ein kaltes Gel, das ist so, wenn es mir recht ist, das Limonengel. Ja, oder Grün, es geht ja dann schon fast irgendwie ins Gel und Grün, darum ist es mir jetzt vorher in den Sinn gekommen von Grün. Oder ein warmes Gel und beim Grün genau das Gleiche. Da gibt es ja so kalte Farben, warme Farben. Kannst du dazu noch irgendetwas sagen? Ganz einfach. Gel reagiert oder stimuliert Säft. In der Schilddrüse haben wir Säft, aber auch im Hirn. Und Gel ist extrem, das ist eben das warme Gel, rede ich jetzt, vom warmen Gel. Gerade wenn du lernst
Oder wenn du viele Nachtschichten hast, zum Beispiel, wenn du in der Nacht arbeitest. Mhm. Oder Vorträge dann haltest. Oder in der Schule rein, zum Beispiel bei einer Prüfung, wäre es extrem gut, wenn man geile Hefte oder der Lehrer sogar einen geilen Pullover hat. Das beruhigt. Und das tut auch eben die Säfte im Hirn ankurbeln, dass man einfach fitter ist und länger dranbleiben kann. Das mobilisiert eigentlich die ganzen Säfte in deinem Körper. Das ist eigentlich das mentale Red Bull, oder? Ja, genau. Und noch gesund, ohne Nebenwirkungen. Dass man einfach fitter ist. Mega viel Informationen. Jetzt mit diesen kalten, warmen Farben oder so, das ist einfach, verstehe ich das dann so richtig, dass du schon von diesen, ich sage jetzt mal, Originalfarben, wo man, ich sage jetzt mal, wenn man die Chakrafarben anschaut, sieht man es ja, welche Nuancen das ist, dass es wirklich um die geht und alles andere einfach vielleicht auch eine andere Bedeutung hat. Ich rede jetzt hier wirklich nur von der Grundfarbe. Mhm. Also Grundfarbe von der Chakra, genau. Nicht von der Farbenlehre. Ja. Und eben Gel tut Angst lösen. Wenn du Angst hast, musst du vor, wenn du schnaufst, machst du und dann gibt es einen Stau. Und das löst Gel. Und durch das ist es eben extrem wichtig oder unterstützend, heilend. Wenn du Angst hast, nimmst du Gel. Du musst auch wieder mit dem Wasserglas arbeiten, mit Bestrahlungen Gel arbeiten. Du kannst auch einen gelben Farbstift nehmen, wenn du zum Beispiel Prüfungsangst hast. Mhm. Ein Zettel, ein Halstuch, ein Stein, egal, wo dann einfach den Stau löst und dann alles viel besser fließt. Das Faszinierende daran ist, wenn du das so erzählst, wie einfach das ist, wenn man sich bewusst ist, mit Farben im Alltag, sich das Leben einfach nochmal ein ganzes Stück einfacher zu machen. Es ist einfach. Und ich, bei mir gehen so viel so. Ich habe so viel Wow-Effekt in dieser ganzen Zeit, wo ich jetzt mich mit dem befasse. Ich finde es extrem spannend, was Farben mit einem machen können. Mhm. Und eigentlich auch die ganze Zeit machen. Ja. Unbewusst, wo du gar nicht weißt, dich mit dem gar nicht auseinandersetzt. Ja, und wenn ich jetzt nicht so gut drauf bin und dann mich natürlich noch mit Farben umgebe, die das unterstützen, dann tue ich mich fast ein bisschen selber in den Sumpf hineinsetzen. Und das ist dann meine eigene Entscheidung grundsätzlich, wenn es mir eben bewusst ist, dass wenn ich anfange, auch wenn ich mich nicht so gut fühle, einfach eine Farbe reinzunehmen, dass es mich automatisch aus dem Kreislauf rausholt. Ja. Also jetzt mal auf Geld zurückkommen. Gerade wenn du Vorträge haltest zum Beispiel, dann zieh etwas Geld an, wenn es nur ein Schal ist. Ja. Deine Teilnehmer sind viel konzentrierter und hören dir viel, viel besser zu. Wie sieht es denn bei Gelgrün aus? Das ist eben das Neon, kannst du fast sagen. Ja. Also Gelb-Grün ist, um Altes loszulassen. Also wenn du jetzt gerade so eingelagerte Sachen hast, Beschwerden, Vergangenheiten, die du jetzt einfach loslassen willst, ist das natürlich die beste Lösung, die du machen kannst. Zum Beispiel eben, auch wenn du hustest, da im 2017, im Herbst, Winter, ist da ja extrem hussiert. Haben wir ja so einen hartnäckigen Husten gehabt und viele haben da sich beklagt und haben locker 6 Monate daran herumgekrampft mit dem Husten. Und Husten heisst eigentlich auch loslassen. Und da kannst du zum Beispiel das Neongrün auf Brust, Hals, dort wo es irgendwie hockt. Und das löst dann einfach und dann lässt du wirklich das Alte los. Husten bedeutet eben Lösung von der Vergangenheit. Und durch das ist Gelb-Grün extrem unterstützend. Und dann gibt es ja noch 2 ganz lässige Farben. Also das ist natürlich immer Ansichtssache, aber ich finde es ganz spannende Farben. Ist es Magenta und Rot. So, boah, wenn die auftauchen, ich meine, die kann man nicht übersehen. Wo und wie kann ich die einsetzen? Rot macht aggressiv. Desto länger du das Rot bei dir hast, wirst du aggressiv. Also wegen dem darfst du Rot wirklich nur maximum 3 Minuten dich bestrahlen. Ich kann dir ein Beispiel geben, wo mir einmal passiert ist. Ich hatte mein Glas, Wasserglas, auf dem Roten gehabt. Für so einen kurzen Moment, wo du sagst, dann kannst du das brauchen. Und ich habe das voll vergessen. Immer das Wasser getrunken und irgendwann habe ich gefunden, so nach 4, 5 Stunden, boah, wieso bin ich so aggressiv? So richtig so. So in mir rein, ja. Und dann ist mir auf einmal bewusst worden, ich habe das Wasserglas immer noch auf dem roten Untersetzer. Und dann habe ich natürlich nachher mit Grün gegengewirkt, neutralisiert.
droht, wenn die Leber schwach ist, also wenn man dann fast von einer Leberzirrhose redet, dann hat ja die Leber einen Stau. Und dass man der einen Kick gibt, dass die wieder besser fließt, dann tut man die Leber, tut man dort dann auch einen Impuls setzen mit Rot und das belebt dann wieder. Und dann fängt die Leber dann auch besser zu laufen. Okay. Und wie ist es dann mit dem Magenta, mit dem Pink, wie man so schön sagt? Das ist eine ganz extrem gute Farbe, musst du dir vorstellen. Also die kannst du gut brauchen mit Magenta bei den Wiederbelebungspunkten. Weißt du, wo der ist? Der sitzt gerade unter dem Nase, also zwischen deinen da beim Lippenfeld, so, kannst du gerade hochfahren zu der Welle. Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand ohnmächtig wird, dann kannst du mit der Farbe Magenta Impuls setzen und die kommt wieder. In der Kürze. Weil so, dass man ohnmächtig wird, das ist unterschiedlich. Kann sein, dass das vielleicht eine schlimme Erfahrung war oder so. Oder ein Moment, wo man wieder erlebt, wo man eigentlich sehr gerne vergessen hat oder weggedrückt hat. Und dann so kannst du dann die Person wieder extrem schnell aufholen. Mit dem Punkt, wenn der bestrahlst, wieder Belebungspunkt. Was gibt es denn sonst noch gerade so für eine Farbe von den Chakras? Das Türkis ist natürlich auch eine extrem wichtige Heilfarbe für Frauen. Natürlich auch bei den Männern, aber gerade bei den Frauen sind die Schilddrüsen bestrahlen mit Türkis, aber hat auch mit der Gebärmutter einen Zusammenhang, eine Verbindung. Ja. Wenn man Unterleibschmerzen hat, dann bestrahlt man optimal mit Türkis. Das stimuliert und das fängt dann auch an wieder zu arbeiten und geht viel, viel besser. Okay. Oder was natürlich auch kannst, zum Beispiel Türkis, wenn die Hotelzimmer ist und Elektrosmog um dich herum hast oder im Schlafzimmer, das hättest du wieso immer den Strom abziehen, ist gar nicht gut. Kannst du zum Beispiel auch eine türkische Lampe aufstellen, das Licht in der Nacht. Mhm. Das tut den Elektrosmog binden. Und das ist natürlich auch noch spannend, ja. Das ist ein grosses Thema auch. Wie viele, also wir haben ja wahrscheinlich die meisten haben eher Elektrogeräte in der Nähe. Ja. Das tut es einfach neutralisieren. Ja. Dann haben wir noch Violett. Das ist ja eine liturgische Farbe. Wie ist das denn jetzt in der Farbtherapie? Als Heilfarbe? Die ist natürlich mega. Und gerade wenn du entschlacken möchtest, abnehmen, was bei der Frau ein extrem grosses Thema ist, weitergeben, wenn du auch eben abnehmen willst oder so, das wirklich mit Violett arbeiten, bestrahlen und vor allem mit violettem Wasserglas zusammenarbeiten. Das ist so hilfreich. Das bindet das Ganze, unterstützt, dann kannst du viel besser den Körper reinigen. Meistens sind ja mehrere Themen miteinander. Also wenn ich übergewichtig bin, bin ich vielleicht auch gerade noch so ein bisschen down, also nicht so fit. Kann sein mit dem Übergewicht zusammenhängen, aber auch sonst mit einer Lebenslage. Gerade jetzt im Moment natürlich, Jahreszeit und das, die ganzen Umstände draussen. Jetzt komme ich fast ein bisschen in Stress rein. Wenn nehme ich jetzt ein Violettenglas, wenn nehme ich ein Orangenglas, wenn nehme ich ein Gelbe? Also ich müsste ja praktisch jeden Tag vor allem nehmen. Wie tue ich jetzt das praktisch umsetzen? Wenn ich sage, oh, wenn ich dir so zulose, dann, oh, ja, das ist cool, ich nehme ein bisschen mehr Grün. Hey, ja genau, dann nehme ich noch ein bisschen Orange, dann nehme ich Orange. Am Schluss ist es so, dass ich den ganzen Tag irgendwie Farbe muss zu mir nehmen. Damit ich alles abdeckt habe, kann ich da irgendwie, tun ich mich auf etwas dann einfach mal konzentrieren. Und wann, wie lang, wie viele Tage, was empfiehlst du da? Also müssen musst du gar nicht. Du darfst. Das ist extrem wichtig. Es ist jetzt natürlich viel Spektrum. Ich sage immer, wir konzentrieren auf eins. Was ist bei dir momentan wirklich das Wichtigste? Wo stehst du gerade? Wo hast du dein Hindernis? Also was stört dich am meisten? Und dort gehen wir dann wirklich dran an. Es gibt ja so verschiedene Übungen. Und gerade mit dieser Farblampe, wo du kannst 6 Punkte stimulieren am Morgen und am Abend, wo dir dann schon den Impuls extrem gibt. Und eben Violett hat auch mit der Milz zu tun. Die hat auch miteinander einen Zusammenhang und die tust dann auch so bestrahlen miteinander. Ja, sehr spannend. Mega viele Infos. Total spannend. Also viele Infos jetzt sind da dabei. Und ich merke, an und für sich ist es ganz einfach, aber wiederum, ui, was mache ich jetzt? Da ist es vielleicht sogar ratsam, selber seine Gedanken mal zu sortieren und mehr, alle die mehr wissen wollen oder genaues wissen wollen, das mit Hilfe von dir einmal umsetzen können. Sehr gerne. Also du kannst bei mir ein Farbmeeting buchen. Das ist momentan online, das ist natürlich selbstverständlich. Wir werden das miteinander anschauen
wo du gerade stehst, was für ein Hindernis hast, was willst du erreichen, was ist dein Ziel. Und dann können wir mit den Farben zusammen das Optimale rausholen. Sehr gut. Danke dir viel, viel mal für die vielen Informationen, für das farbige Gespräch. Danke dir für die lässigen Fragen und es hat mir wieder mega Spass gemacht. Gleichfalls und wir hören uns wieder. Danke dir vielmals, Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Alexa. Tschüss.